Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part Landwirtschaftssimulator 15. Wie ihr ja alle wisst, habe ich in dem schönen Örtchen Silent Valley immer so eine Doppelbelastung gehabt und da habe ich immer zwei Betriebe bewirtschaftet, einen in Eigenregie und einen gemeinschaftlich mit dem Oyster Proper. Und irgendwie ist das ja so, wenn man da zwei Höfe in der gleichen Ortschaft betreibt, ob nun Single, Multiplayer, es ähnelt sich ja doch ziemlich viel. Und nun habe ich neulich in der Kneipe gesessen und da kam so ein freundlicher Herr rein. Und mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen. Wie sich rausstellte, war das ein reicher Friese. Und der war zufällig auch noch ein Fan von unseren sagenumwobenen, super saftigen Silent Valley Saftorangen. Und der hat mir so erzählt, pass auf, in meiner Heimatstadt, da gibt das noch einen Betrieb, den könntest du übernehmen. Und wenn ich ihm versprechen würde, dort auch die super saftigen Silent Valley Saftorangen anzubauen, würde er mich da unterstützen. Hat mir dann den einen Betriebszweig in Silent Valley abgekauft. Ich möchte sagen, ich habe recht gut verkauft. Näheres möchte ich aus steuerlichen Gründen hier nicht kundtun, für wie viel ich den verkauft habe. Und zusätzlich hat er mir versprochen, wenn ich dann hier zur Arbeit mit dem Oyster Proper nach Silent Valley muss, dann würde er mir auch mal seinen Privatjet zur Verfügung stellen, kostenlos. Und im Ganzen konnte ich bei dem Paket eigentlich gar nicht Nein sagen. Und so haben wir jetzt unseren neuen Betrieb übernommen. Und zwar im wunderschönen Nordfriesland. Jetzt gucken wir nochmal ein bisschen hoch hier. Ja, hier in Nordfriesland. Manche mögen jetzt auch mit den Augen rollen. Aber ich stehe ja sowieso doch wesentlich mehr auf wirklich flache Maps. Und jetzt ist wirklich hier hinterm Deich eine sehr flache Map. Eine relativ große Map. Die Felder sind, ja, mal sagen, etwas größer. Im Prinzip ist alles soweit, alles Wichtige verbaut. Die Map ist noch, na, ich weiß nicht, ob man sagen kann, im Beta-Status. Es gibt noch so einige, das eine oder andere, sagen wir so, was noch geändert werden kann, soll. Ich glaube, die Herrschaften, die das gemappt haben, die sind auch noch dabei, haben sie geschrieben. Also das, was hier im Moment akut fehlt, man sieht schon, man hat also von Anfang an alle Felder. Die Felder sind nicht kaufbar. Es fährt noch kein KI-Verkehr, also Fußgänger laufen, KI-Verkehr fährt noch nicht. Also die ein oder andere Schönheitskorrektur wird sicherlich noch kommen. Also die sind noch fleißig dabei. Und ich bin jetzt in letzter Zeit mal ein paar Mal so einfach über die Map gefahren und da sind ganz viele schöne Sachen verbaut. Und deswegen dachte ich mir einfach mal, wir werden hier mal versuchen, hier mal glücklich zu werden. Wie gesagt, Silent Valley läuft weiter im Multiplayer mit Oyster Proper. Aber es hat sich ja doch viel geähnelt, weil es im Prinzip die gleiche Map ist und da weiß ich nicht, ob das dann so spannend ist. Und so sind wir dann jetzt hier. Und jetzt wollen wir auch nicht mehr besonders lang schnacken. Also das ist, wie gesagt, einmal die Übersichtskarte. Wir können hier mal durchgehen, was da für Verkaufsstände sind. Also Schweinezucht logischerweise ist verbaut. Es gibt eine Biogasanlage, ein Biomasseheizwerk, es gibt einen Gülle-Mistankauf, einen Güterbahnhof, einen Landhandel, einen Metzger für die Schweine logischerweise, Mühle. Ja, dieses Primo-Metz ist nochmal das gleiche wie der Schlachter, also der Metzger sozusagen. Also die liegen nebeneinander, Preis ist unterschiedlich, müssen wir mal gucken, weil die sind auf dem gleichen Fleck. Ups, ich glaube, so weit wollte ich noch gar nicht. Oh ne, da waren wir eh durch. Na, also Verkaufsstellen soweit okay. Was gibt's sonst noch? Da war, glaube ich, weiter nichts mehr zu sehen. Fahrzeugauswahl, hier wie gesagt, also die Felder gehören einem nicht nur, sondern die Felder sind zum größten Teil, oder was heißt zum größten Teil, zu einem großen Teil auch schon vorgesät, also da kann man direkt, wenn man anfängt mit Ernten anfangen, dann können wir eben gucken, was da drauf ist. Und zwar haben wir hier oben ist der Raps, Weizen, das ist wohl nochmal Raps, das könnten auch Kartoffeln sein, ich denke aber, das ist Raps, Gerste und hier unten nochmal viel Weizen und unten Körnermais. Also es ist wie gesagt schon vorgesät.
Felder sind recht groß. Die Landschaft ist sehr schön, ist wie gesagt flache Weiten, wie das so in Nordfriesland hinterm Deich üblich ist, aber mein Geschmack trifft es eher als diese Berg- und Talfahrt, wobei die andere Map auch super war. Und ich denke hier, da die auch noch dabei sind, wird noch einiges kommen. Gefällt mir ganz gut. Ja, Schafe gibt es auch. Interessiert mich nicht. Wisst ihr, ich mag das mit den Schafen nicht. Was noch vielleicht relativ wichtig dazu zu sagen ist, für alle die, die mit Forest Mod spielen wollen auf dieser Map, ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kein Wald verbaut. Den könnte man sich dann selber, also man kann sich dann am Gartencenter irgendwie die Baumsetzlinge ja kaufen oder Bäume kaufen, das ist ja auch so vom Spiel vorgesehen, und kann sich dann eine Waldfläche anlegen, also Hack, Schnitzel, Biokraftheizwerk, wie immer das heißt, ist da. Und das kann man sich dann ja selber einbauen. Wie gesagt, meine Welt ist der Forst absolut nicht. Alleine werde ich das sowieso nicht machen, glaube ich jedenfalls nicht, vielleicht mal irgendwann versuchen. Aber das ist nicht so meins. Wie gesagt, viele kleine Gimmicks verbaut, die man dann nach und nach entdecken kann. Das ist wunderschön. Und ich würde sagen, wir fahren dann erstmal zum Hof rüber und gucken uns da mal ein bisschen um. Und werden dann auch schon anfangen. Ich denke mal zuerst ein bisschen Weizen zu ernten oder zu dreschen. Weil wir sind, wie gesagt, auch noch ziemlich am Anfang hier. Maschinenpark haben wir gestellt, ist ein bisschen größer geworden. Also nicht viel. Aber aufgrund der Größe der Map haben wir die ein klein bisschen vergrößert. Aber das gehen wir gleich nochmal alles durch. Einen eigenen Häcksler haben wir jetzt doch, weil früher haben wir uns den gemietet, jetzt haben wir uns den aber doch geholt. Stellen den Mercedes hier mal in der Werkstatt ab. Kann der Knecht gleich nochmal einen Ölwechsel machen und so. Ja, wir haben einen nagelneuen Mähdrescher bekommen. Ich kenne den noch gar nicht, habe mit dem noch überhaupt nicht gearbeitet. Mal gucken, wie das gleich ist. Ja, ein Häcksler, wie gesagt, das lohnte sich dann für die großen Schläge jetzt doch schon, sich dann einzukaufen. Und wir haben, wie gesagt, relativ gut verkauft, den alten Betrieb, sodass wir uns ein bisschen was leisten konnten. Jetzt den 828er Fendt. Die anderen Schlepper kennt ihr noch, die haben wir mitgenommen. Wie gesagt, der Fendt ist dazu gekommen. Den alten Mähdrescher haben wir verklopft. Uns den neuen geholt. Das ist jetzt im Moment noch so ein halbes Testgerät. Da müssen wir noch gucken, inwieweit wir damit zufrieden sind oder nicht. Und der Häcksler ist neu dazu gekommen. Ansonsten ist der Maschinenpark an und für sich im Großen und Ganzen gleich geblieben. Schon mal gleich für alle, die die Map haben und Probleme haben, die Saatmaschine aufzufüllen. Der Trigger für die Saatmaschine ist genau hier. Ja, musste ich auch erst im Giants Editor rausgucken. Ich habe ihn auch nicht gefunden. Biogasanlage ist auch direkt am Hof. Das ist irgendwie das Güllebecken. Ich hatte erst gedacht, gehofft, das ist vielleicht so eine Wasserabladestelle, weil ne, ziemlich klare Gülle, aber das ist okay. Sieht, finde ich, ganz, ganz schön aus hier. Ganz nice geworden. Die Fabrik haben wir uns auch umbauen lassen. Das heißt, die haben wir auch mitgenommen. Die kennt ihr ja auch schon. Weil mich das dann doch mal interessiert, die endlich mal ein bisschen mit System auch zu nutzen. Da kamen wir ja. Oder kam ich im Singleplayer noch nicht so wirklich zu. Die kennt ihr also alle schon. Und hier hinten ist weiterhin unsere Obst- und Gemüse. Das ist etwas vergrößert jetzt. Wir haben jetzt drei Gewächshäuser für Tomaten, drei Gewächshäuser für Gurken. Ich habe die Erdbeeren vergessen. Das rüsten wir dann noch nach. Und hier die sagenumwogenen, super saftigen Silent Valley Saftorangen. Auf dieser Map gibt es dann auch ein Edeka und so eine kleine Promenade am Hafen, wo wir jetzt auch unsere Verkaufsstände für das Obst und Gemüse haben. Ärgert mich jetzt, dass ich vergessen habe, die Erdbeerhäuser zu platzieren. Ja, das holen wir dann nach. Und hier, wie gesagt, im Großen und Ganzen Hof. Was ich wunderschön finde, was ich immer wieder ein Hammer finde, muss ich auch noch zeigen, ist hier der Kuhstall. Also das ist
für mein Empfinden der schönste Kuhstall im Prinzip, den ich je auf einer Map gesehen habe. Hier ganz normal Schweinezucht. Die kennt ihr. Ist jetzt natürlich noch mit nichts versorgt. Schweinchen sind drin. So, wie gesagt, Kuhstall wollte ich euch eben zeigen, weil ich den wirklich wunderschön finde. Hier habe ich einmal noch eine zusätzliche Futtermischanlage platziert. Ist eigentlich nicht notwendig, es ist eine da, das habe ich aber zu spät entdeckt, da war die schon platziert. Die andere ist hier hinten so ein bisschen in der Ecke. Irgendwo gewesen. Ja, hier kennt man Orientierungssinn, finden wir aber. Also ich habe das schon gesehen. Aber wie gesagt, wir wollten einmal zum Kuhstall. Das ist hier ja noch relativ normal alles. Das kennt man alle schon. Wie gesagt, auch noch mit nichts versorgt. Aber den Hammer am Kuhstall finde ich, das geht hier also hinten wirklich wunderbar noch rum. Hier auch nochmal im Stall rein. Hinten sieht den Edeka. Und es geht also wirklich so ein kompletter Laufstall mit angrenzender Weide. Also das ist wirklich so ein ganzes Areal im Prinzip. Und das finde ich also wirklich von der Anordnung und so finde ich das super schön gemacht. Ich finde, da gibt es gar keine zwei Meinungen hier. Das wird, denke ich, für das Wasser sein. Wenn wir alles sehen. Hier ist einmal, wie gesagt, Fahrsilo für die Kuhversorgung im Prinzip. Hier haben wir nochmal extra so einen kleinen Kälberstall. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit man den versorgen kann, also ob der eine Funktion hat oder ob der einfach nur zur Deko da ist. Aber selbst wenn er nur zur Deko da ist, finde ich das wunderschön gemacht. Wir kleinen süßen Tierchen hier. Hier noch so ein altes Getreidegebläse, denke ich, wird das sein. Ja, wozu diese Hochsilos sind, ich denke, die sind. Ich habe das, wenn ich das richtig verstanden habe, so ist die Map so ein bisschen auch aus LS13 mit übernommen. Das heißt, manche Funktionen, die es in LS13 schon gegeben hat, die es hier noch nicht gibt, sind aber zumindest die Gebäude schon mal da. Was mich jetzt nicht stört, lockert das Ganze ein bisschen auf, aber ich glaube, die sind momentan noch funktionslos. Man mag mich korrigieren, wenn ich mich irre. Ja, was gibt's sonst noch großartig? Wie gesagt, da waren wir gerade. Das ist der Kälberstall. Hier hinten ist so ein bisschen die Werkstatthalle. Die hattet ihr schon gesehen. Hier haben wir so ein klein bisschen zum Maschinenabstellen. Weiß nicht, ob das hier aufgeht. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Hier, wie gesagt, die Hühner. Da haben wir uns hinten nochmal den Hühnerstall, das ist auch der frei platzierbare vom Maho. Hier eine wunderschöne Kutsche, so als Deko-Objekt. Da hinten ist dann auch die Futtermischstation, wie ich das gesagt hatte. Die also schon verbaut ist. Dann gehen wir hinten nochmal rum. Das Gewächshaus ist auch schon original da. Jetzt denke ich mir zur Deko. Das ist, glaube ich, nicht funktionell. Jetzt wollen wir uns noch mal eben einmal anschauen. Die Getreidelagerung in Anführungsstrichen. Ich habe es noch nicht probiert. Gehe aber mal immer davon aus, dass das hier wird, das logischerweise nämlich an reingekippt, obwohl da jetzt Stroh drauf ist. Ich denke mal. Und hier sind dann so die einzelnen Kartoffeln, Zuckerrüben. Weiß ich nicht so genau. Gerste, Raps und Mais. Kartoffeln sind oder was? Und wahrscheinlich das Weizenschild nehme ich mal an. Fehlt, hoffe ich, denke ich. Also da wird sicherlich abgekippt. Das probieren wir aber dann ja alles aus, logischerweise. Und ich nehme an, hier ist dann dieser übliche Entladeträger wieder, dass man das wieder aufladen kann. Ja, das ist, wie gesagt, mal einen groben
Zügen der Hof gefällt mir so nicht schlecht. Jetzt wollen wir noch zusammen noch mal ein klein bisschen hier so eine Lagerhalle oder Maschinenhalle. Hier sind mehrere Güllebecken verteilt. Ich weiß nicht, ob die alle Funktionen haben oder was dann welches ist. Das wird sich alles im Spiel dann nämlich an herausstellen. Hui. Wie gesagt, den Stall, wo immer das Stroh herkommt, das Gras herkommt. Finde ich wirklich schön gemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass das nachher auch alles mit der Versorgung klappt. Ansonsten müssen wir uns das mal anschauen. Hier ist Ladestelle für Dünger. Da steht auch schon der Düngestreuer. Wie gesagt, Schweinestall, das hatten wir alles schon. Jetzt fahren wir nochmal zusammen ein paar Minuten über die Map. Weil ich möchte euch unheimlich gerne noch den Hafen zeigen, weil das finde ich so ein schönes Ding. Also Hafen ist übertrieben, so eine kleine, ja, so eine Promenade im Prinzip. Habt ihr das gedacht, war da ist das, uiuiui. Lässt sich aber auch nicht stören, der Gockel da. Uiuiui. Aber mag ich doch gar kein Hühnchen. Na, wie gesagt, wir bleiben mal zum Gucken ein bisschen in der Außenansicht. Wie gesagt, so schöne kleine Sachen finde ich hier ganz nice verbaut. Ob die nun alle, wie gesagt, eine Funktion haben oder nicht, aber es sieht auf jeden Fall wundernice aus. Wundernice, wunderschön oder nice halt. Noch überall so Schilderchen verbaut hier. Wie gesagt, es ist noch kein KI-Verkehr da, es sind Fußgänger da. Was auch ganz schön aussieht. KI-Verkehr ist, wenn ich das glaube ich richtig verstanden habe, in Arbeit. Was auf jeden Fall in Arbeit ist. Hier sind die Reifeisen, das ist in der Landhandel, nehme ich an. Was auf jeden Fall in Arbeit ist, ist, dass die Felder kaufbar werden sollen in einer neuen Version. Ich meine, das ist doch echt eine schöne Strecke hier, ne? Wie gesagt, da ist flach, da ist kein Hügel, da geht nichts vom Gas. Gut, dass hier kein Verkehr kommt, wissen wir nun, also können wir auch abbiegen. Garten sind da irgendwo, ist auch noch, ist das hier schon... Hans-Peter Gummistiefel, Land- und Forstwirtschaftliches Lohnunternehmen. Also hier hätte man im Prinzip nochmal den Lohnunternehmerhof, den könnte man dann auch noch nutzen. Für die Maschinen zum Abstellen, hier wunderschöne Abstellflächen. Braucht man an und für sich nicht immer alles am Hof, falls man die dann auch mal im Multiplayer spielt oder so. Kann man das auch noch wunderschön optimal nutzen. Ja, Standardfunktion. Es ist hier auch der Chop Straw Mod verbaut. Da muss man sich dann den Mod nochmal runterladen und in Mod-Ordner tun. Verbaut ist das Ding. Ich nutze es aber nicht, weil ich da kein Freund von bin, weil ich brauche das nicht. Aber wie gesagt, verbaut auf der Map ist es. Man braucht sich dann nur den Mod in den Mod-Ordner zu ziehen und dann war es das schon. Wie gesagt, schon die ein oder andere Fahrreihe. Das ist jetzt ein anderes Format als manch kleinere Map. Aber ich finde, man sieht, die haben sich hier wirklich Mühe gegeben. Also es gibt so Kleinigkeiten, die man nach und nach sicherlich immer erst entdeckt. Aber die haben sich wirklich Mühe gegeben, die Leute. Map habe ich von Modhoster. So, hier ist die Landschlachterei. Auch gemeinsam da, wie gesagt, wie ich schon sagte, das Primo Meets und Metzger ist halt zugleich. Die Preise, warum die unterschiedlich sind, müsste man sich dann nochmal angucken. Ich finde den Spruch auch nicht schlecht. Die Landschlachterei Peter Hansen, ab Rind, ab Schwein, aus in den Magen rein.
Aber was ich noch dazu sagen soll, was ich gemacht habe, ich habe mir wie üblich bei den Maps im Moment die Texturen noch verändert, das heißt die Fruchttexturen sowie die Bodentexturen. Da haben wir noch eine schöne Bushaltestelle. Einmal ist hier ein Holzwerk. Aber das ist für mich uninteressant, weil ich nichts mit Forstwirtschaft zu tun haben möchte. Werde das, wie gesagt, für ein Video eventuell mal austesten, aber profitabel betreiben werde ich es definitiv nicht. So. Und hier kommen wir in den Hafen von Dagebühl. Und der da singt, das bin tatsächlich nicht ich. Ich finde das so nice. Kann das jetzt nicht zu lange laufen lassen, wegen GEMA-Problemen und so. Also hier sind, wie gesagt, unsere Obststände. Ich quatsche da einfach mal rein in die Musik, vielleicht hilft das was. Gurken, Tomaten, das Übliche. Und hier die Erdbeeren, die wir noch nicht aufgebaut haben. Und die super sagenumwobene, super saftige Salin Valley Saftorange. Die es dann auch hier in Nordfriesland zukünftig gibt. So, hier sind dann Fähranleger. Wäre natürlich nice, wenn der LS15 irgendwann so weit geht, dass man irgendwann eventuell sogar da mit einer Fähre irgendwo hinfahren könnte. So irgendwie hinten eine Verkaufsstelle hinbauen oder so und dann irgendwie mit der Fähre übersetzen, das wäre doch mal ganz nice. Hui. Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Moin. Jo. Ja, und hier ist halt so eine kleine schöne Promenade. Ja, geh ruhig durch meinen Stand, Mädel, das macht auch nichts. Wenn man so ein bisschen schwebt, darf man das sicherlich auch, oder ich vergucke mich einfach. Hallo. Ja. Hier sind irgendwie wohl die Fahrpläne oder was. Wie das Dorf fährt. Also, top, finde ich, ist so meine Meinung und über so Kleinigkeiten, hier so diese Schilder, so Fides, Räucherei, frische Aale. Hier die Müllkübel, finde ich, sehen richtig nice und real aus. Und also, die haben sich da wirklich meiner Meinung nach Mühe gegeben. Und ich denke, da wird sicherlich noch einiges zusätzlich zu erwarten sein. Also wir können noch mal eben darüber laufen. Und mal die Bootsanlage angucken da. Oh, nee, schwimmen will ich jetzt nicht. Ich habe keine Wechselklamotten bei. Ja, ich würde mich freuen, wenn irgendwann nochmal, wenn der jetzt durch mein Feld läuft, ne? Wenn irgendwann ein bisschen KI-Verkehr dazu kommt, der riecht einen zwar nur wieder auf, aber ich finde den schon wichtig. Hallo, sag mal, bin ich eigentlich so klein, ne? Madonna. Hier so ein kleiner Campingplatz noch. Auch überall haben sie die Fahrzeuge verbaut. Beim Edeka steht irgendwie richtig die Einkaufswagen. Hallo, was hat er denn für ein Problem? Oder überall hier. Gut, so kleine Sachen, wie gesagt, gibt es immer noch, aber ich finde, damit kann man durchaus leben. Dass das Terrain hier vielleicht nicht hundertprozentig angepasst ist. Das sind Dinge, mein Gott. Gibt wesentlich Schlimmeres. Und wie gesagt, die sind dabei.
Ich würde jetzt den Namen so gerne nennen, aber ich habe vergessen, mir den Namen vorher rauszuschreiben. Das hole ich aber auf jeden Fall nach. Ist immer ein bisschen doof, wenn man so eine schöne Map hat, wenn man dann sagen muss, die Leute oder die Jungs oder die Männer. Da sind zwei auf jeden Fall, die das gebaut haben. Ich will jetzt auch keine Namen sagen, die womöglich völlig falsch sind. Also ich gucke das auf jeden Fall nochmal raus. Und hole das noch nach. Hier ist irgendwie so ein schwarzer kleiner Fleck, aber das ist auch egal. Soll ja auch keine Map-Vorstellung jetzt werden in dem Sinne. Also ich will jetzt hier nicht penibelst irgendwie auf die Nichtigkeiten hinweisen. Ganz im Gegenteil. Also ich finde die Map wunderschön hier. Die Wasserplane ist wunderschön hier. Hier so die kleinen Boote. Mir gefällt die Außennehmen gut. Und wenn da keine großartigen, hui, funktionalen Fehler drin sind, also wenn das mit dem Weizenablagern klappt und mit dem Tiere versorgen, dann werde ich auf dieser Map auf jeden Fall eine ganze Zeit lang bleiben. Also geplanterweise, man kann natürlich nie genau sagen, es kann auch mal irgendwann auf einmal zack machen und dann haut irgendjemand so die super Map raus. Ein klein bisschen flackern. Was auch nice ist, ihr seht da hinten. Ich werde nicht zu viel verraten, aber das kann ich nur sagen, da hinten so, auch so ein Baukran da ist, also da werden wir irgendwann auch hinkommen. Da ist so eine Baustelle, da wird dann gerade so ein Windpark errichtet und das sind so kleine Gimmicks, die man auf einer Map verbaut, was dann das Ganze immer ein bisschen auflockert. So, haben wir noch ein Landgasthaus. Ob der Warft. Zimmer frei, das ist doch mal nice. Das ist doch eine schöne Landschaft hier, ne? Kein Haus irgendwie wie das andere hier, die rebdachbedeckten Häuser. Das sieht wirklich so angepasst und so schön aus. Hier nochmal Fiete mit so einem frischen Aal. Hier nochmal so eine schöne alte Postkutsche. Hui. Und hier ist halt die Metzgerei. Und irgendwo, also Landschlachterei Peter Hansen, irgendwo habe ich jetzt mein Auto völlig aus dem Sinn verloren. Oh, ein Kutter! Alles im Butter auf dem Kutter. Egal, wir schuppen. Ui! Das war so schnell, da bin ich gar nicht nass geworden. Ein Kutter, alles in Butter, auf dem Kutter. Hui. Da kann ich sogar drauf, cool. Ja, aber wie gesagt, wir wollen das gar nicht so lang. Das war einmal so ein Grundüberblick über die Map und der Grund, warum wir halt gewechselt haben. Ich hoffe, ihr findet das okay. Weil das ja, denke ich, für den Zuschauer auch relativ langweilig ist, wenn auf einer Map im Single und Multiplayer im Prinzip genau dasselbe stattfindet. So, ich fahre jetzt zurück zum Hof. Das war, wie gesagt, mal so eine Grundvorausstellung. Im nächsten Part legen wir dann richtig los. Da hauen wir uns mit unserem neuen Drescher ab in den Weizen. Versuchen dann schon mal die Kühe einzustreuen, werden Gras machen, damit die Kühe versorgt werden, Mais häckseln. Also der erste Schritt ist jetzt, die Viecher zu versorgen und dann sehen wir weiter. Bis hierhin sage ich schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.